Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle zu meinem Vortrag heute Abend in der Serie Faszination Astronomie Online des Heidelberger Hauses der Astronomie. Mein Name ist Volker Springel. Ich bin einer der wissenschaftlichen Direktoren am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching in der Nähe von München. Und ich möchte Ihnen in der nächsten halben Stunde etwas über meine Forschungsarbeit erzählen, die vor allem im Bereich der numerischen Kosmologie beheimatet ist. Also ich beschäftige mich mit der Frage, wie Galaxien entstehen über die letzten 13,5 Milliarden Jahre. Und ich benutze dafür vor allem Großrechner, Supercomputer für diese Arbeit. Und der Vortrag, den ich Ihnen jetzt präsentieren möchte, soll Ihnen ein bisschen dieses Thema ein bisschen nahe bringen, ein paar Highlights auch zeigen aus dieser Forschungsarbeit und ein bisschen auch vielleicht die Techniken illustrieren und wo wir aktuell sind. Lassen Sie mich mit diesem Diagramm beginnen. Das ist eine Skizze des heißen Urknalls. Wir wissen nicht, was ihn ausgelöst hat, aber wir haben sehr gute Beobachtungsdaten, die uns die Restwärmestrahlung, die hier in grün zu sehen ist, 380.000 Jahre nach dem Urknall, sehen wir auch heute noch die Restwärme des heißen Urknalls. Und das ist sozusagen der Anfangszustand, aus dem sich die kosmischen Strukturen entwickeln. Wie es zu diesem Zustand gekommen ist, darüber gibt es auch Theorien, da will ich heute nicht groß drüber sprechen, die sind eher spekulativere Natur. Aber hier dieser Anfang, einige hunderttausend Jahre nach dem Urknall, dafür gibt es sehr präzise Beobachtungen, nämlich Karten wie diese hier, die die Temperaturschwankungen in dieser Wärmestrahlung zeigen. Diese Flecken hier, das sind einfach kleine Schwankungen in dieser Temperatur, die heute abgekühlt ist auf nur 2,73 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und die Schwankungen sind nur ein Tausendstel um diese Temperatur herum. Also eigentlich winzig klein, winzig kleine Kräuselungen in einem ansonsten sehr glatten Universum, das zu dieser Anfangszeit existiert hat. Nun, die Idee der numerischen Kosmologie ist es nun, diesen Anfangszustand in einem Rechner abzubilden und dann die normalen Gesetze der Physik darauf anzuwenden, um dann diesen Zustand vorwärts in der Zeit zu berechnen. Und dann sollte eigentlich ein Universum herauskommen, wie wir es heute beobachten. Was allerdings auch interessant ist, ist sich zu überlegen, was ist es denn eigentlich, was man da simulieren muss? Und dazu muss man sich über den Materieinhalt des Universums Gedanken machen. Und die Kosmologen haben hier wichtige Entdeckungen gemacht, nämlich, dass das Universum aus ganz seltsamen Zutaten zusammengesetzt ist. Und dieser Mikrowellenhintergrund, den ich schon kurz gezeigt habe, ist da der wichtigste Hinweis darauf, aus was das Universum besteht. Und hier zeige ich mal ein relativ kompliziertes Diagramm, das eine Messung darstellt der Stärke der einzelnen Wellenlängen, sozusagen wie häufig bestimmte Wellchen vertreten sind in dieser Mikrowellenstrahlung. Und bei einem Winkelgrad hier, da sieht man hier ein großes Maximum, das bedeutet einfach, dass die typische Ausdehnung dieser Flecken im Mikrowellenhintergrund ungefähr ein Grad am Himmel beträgt. Und interessanterweise sagt es den Kosmologen enorm viel. Die Messungen, die man aus dieser Planck-Karte machen kann, sind diese roten Symbole. Und die grüne Kurve, die durch die Wesentlichen, durch diese Symbole durchläuft, das ist unser kosmologisches Standardmodell, das den Namen Lambda-CDM trägt, weil es eine sogenannte kosmologische Konstante Lambda annimmt und auch sehr viel kalte, dunkle Materie. Und das ist wirklich eine der gravierendsten Überraschungen in der Kosmologie, dass das Universum nämlich zusammengesetzt ist, so denken wir jedenfalls, aus zwei großen dunklen Komponenten. Das sieht man hier in diesem Kuchendiagramm. Drei Viertel dunkelblau, das symbolisiert den Anteil der dunklen Energie. Die ist also sehr groß. Das ist eine Art Antigravitation, die zu einer beschleunigten Expansion des Universums geführt hat. Das passiert über die letzten 5 Milliarden Jahre etwa. Dann hat man ein Viertel dieses Kuchenstücks, das ist diese dunkle Materie, ein Elementarteilchen, das wir noch nicht wirklich kennen. Und dann nur etwa 4 bis 5% sind diese farbigen Anteile, kleine Stückchen von diesem kosmischen Kuchen. Und das sind die eigentlichen
schweren Elemente, chemischen Elemente, die Baryonen, also die wir aus dem Periodensystem der chemischen Elemente kennen. Das allermeiste davon ist ganz einfach Helium und Wasserstoff. Diese beiden Elemente wurden schon im heißen Urknall erzeugt und synthetisiert. Und dann gibt es einen kleinen, kleinen Beitrag an schweren Elementen, Sternenstaub. Die sind synthetisiert worden in Kernfusionsreaktionen in den Sternen und auch in Supernova-Explosionen. Und Sie sehen hier an diesen Prozentangaben, dass eben neben der dunklen Energie und dunkler Materie diese anderen Anteile, das diffuse Helium-Wasserstoffgas, das den Raum wesentlich füllt, und dann noch Sterne selbst sind nur 10% dieser Baryonen und der ganze Rest, die Planeten einschließlich unser selbst, ist eigentlich vernachlässigbar wenig in dieser kosmischen Energiedichte. So, wir haben also den Anfangszustand nach dem heißen Urknall gesehen und wir wissen auch im Prinzip, aus was der Kosmos besteht. Und mit diesen Informationen können wir dann versuchen, den heißen Urknall sozusagen vorwärts in der Zeit zu berechnen. Hier ist es nochmal schematisch gezeigt. Wir sind am Anfang hier, 400.000 Jahre nach dem Urknall. Das Universum dehnt sich immer weiter aus, zur heutigen Zeit sogar beschleunigt durch die dunkle Energie. Und irgendwann entstehen die ersten Galaxien und die ersten Sterne, denn die sind am Anfang noch nicht da gewesen. Das heißt, wir haben ein ganz interessantes Problem, dass das Universum übergeht von einem sehr einfachen Zustand in einen hochkomplexen, den wir heute sehen, um uns herum. Und das ist genau der Prozess, den wir in Computersimulationen nachvollziehen wollen. Was man also braucht, ist neben diesen Anfangsbedingungen, ist jetzt zunächst mal ein großer Computer. Und Sie wissen alle, dass die Leistungsfähigkeit von Computern unfassbar zugenommen hat. Die letzten Jahrzehnte, die Leistung ist exponentiell gewachsen. Und man kann für diese Wissenschaft sehr große Parallelcomputer benutzen, die viele 10.000, 100.000 Prozessoren haben. Und genau diese Rechner benutzen wir für solche Simulationen des Universums. Und hier zeige ich Ihnen mal eine Animation. Das Ergebnis einer solchen Berechnung, hier entsteht eine Galaxie. Sie sehen da noch nicht allzu viel davon. Das ist nämlich am Anfang eine große Wolke aus Materie, in dem Fall dunkler Materie, die hatte am Anfang kleine Schwankungen auf der Dichteverteilung. Genau die Schwankungen, die wir auch in diesem Mikrowellenhintergrund gesehen haben. Und jetzt passiert Folgendes, dass die Schwerkraft kleine Störungen in der Materieverteilung verstärkt. Die sind, wie wir sagen, gravitativ instabil. Die fallen zusammen und machen größere Strukturen mit der Zeit. Es entsteht hier ein kleines kosmisches Netz, das man hier sieht. Diese Filamente, die sammeln Materie auf und an den Kreuzungspunkten, das sieht man hier zum Beispiel in der Mitte, regnet Materie zusammen und bildet immer größere Objekte. Wir nennen das einen hierarchischen Prozess der Strukturentstehung. Also zunächst gab es kleine Objekte und die sammeln über die Schwerkraft immer mehr Materie auf und die Objekte auch ziehen sich gegenseitig an, verschmelzen in Kollisionen zu immer größeren Gebilden. Sieht man jetzt hier sehr schön, hier da oben ist auch eine Zeitskala, Gigajahre, das bedeutet Milliarden Jahre, also das ist jetzt so etwa 3,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall, jetzt sind wir gleich bei 4 Milliarden Jahre. Und wenn wir bei 13,5 Milliarden Jahren sind, dann sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Allerdings, Sie sehen, dass die Frühphase war besonders aktiv. Auch jetzt noch ist es so, dass diese Protogalaxie sich aktiv bildet. Aber das weitere Wachstum dieser großen kugelförmigen Region, das hat sich jetzt schon maßgeblich verlangsamt. Tatsächlich ist es so, dass das ein Modell ist unserer eigenen Milchstraße. Wir glauben, dass unsere eigene Heimatgalaxie, die Milchstraße, in einem großen Halo aus dunkler Materie eingebettet ist, der ziemlich genau so aussieht wie diese Animation, außer dass wir die dunkle Materie tatsächlich nicht so schön bunt sehen können. Das können wir nur durch diese Supercomputersimulation erreichen. Da können wir auch die dunkle Materie künstlich anfärben, sodass wir sie sehen können, dass wir auch tatsächlich verstehen, was denn eigentlich dieses seltsame Lambda-CDM-Modell voraussagt für die Strukturen, die es heute geben soll im Universum. Und Astronomen suchen natürlich auch nach dieser dunklen Materie. Man kann sie nicht sehen, sie leuchtet nicht, aber ihre Masse ist da und die kleinen
Satellitensysteme zum Beispiel, die hier herumkreisen, die können dann zum Beispiel über Gravitationslinseneffekte detektiert werden. Und das versucht man auch sehr aktiv. Hier gehe ich mal weiter. Das ist eine andere Rechnung, wo auch nur dunkle Materie simuliert worden ist. Das ist die Millennium-Simulation. Das war eine der größten Rechnungen des vergangenen Jahrzehnts. Im Jahr 2005 haben wir die gemacht mit damals einer enorm großen Zahl von 10 Milliarden Massenpunkten, die die dunkle Materie des Kosmos repräsentiert haben. Und dieser Film ist ein Zoom in die Struktur, die diese Millennium-Simulation für die heutige Zeit vorausgesagt hat. Und man sieht hier wieder in der dunklen Materie diese netzartige Struktur des kosmischen Netzes, die heute entstanden ist. Und an den Kreuzungspunkten, darauf zoomen wir gerade drauf zu, da gibt es diese großen viralisierten Halos, wie wir da sagen, aus dunkler Materie. In diesem Fall, dieses gelbliche Objekt ist sehr groß, sehr massiv, hat eine Masse von etwa 10 hoch 15 Sonnenmassen, also 1 Million mal 1 Milliarde Sonnenmassen. Und das entspricht einem großen Galaxienhaufen. In diesen Haufen sind bis zu etwa 1500 Galaxien versammelt. Also schon durchaus sehr, sehr große Objekte. Also da sieht man, dass mit diesen Rechnungen ist also gelungen, zu verifizieren, ob diese Kosmologien vernünftige Voraussagen machen für heute. Ich habe Ihnen jetzt schon ein paar schöne Bilder gezeigt, die diese Superrechnersimulation produzieren, bevor vielleicht das Missverständnis aufkommt, dass die Computer direkt solche anschaulichen Visualisierungen produzieren, will ich sagen, das tun sie nicht. In Wirklichkeit sind es eben, wie man im Englischen sagt, Number Cruncher. Wir haben einfach in diesem Fall unfassbar viele Zahlen, die die Koordinaten von dunkler Materieteilchen beschreiben. Hier ist es mal einfach dargestellt. Wir haben x, y, z, das sind also die Raumkoordinaten dieser dunklen Materieteilchen. Vx, Vy, Vz sind die Geschwindigkeitsvektoren in den einzelnen Richtungen. Und von diesen Zahlen hat man einfach nur unheimlich viel. Also etwa 60 Milliarden, um den Zustand zum Beispiel heute zu beschreiben. Und da wir das dann in der Zeit verfolgen, hat zum Beispiel diese Simulation etwa 5000 Milliarden solcher Zahlen produziert und nicht solche schönen Bilder. Dafür braucht man dann wieder eigene Rechnungen, um das in anschaulicherer Weise darzustellen, weil das ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein reiner Zahlensalat. Trotzdem war die Millennium-Simulation sehr wichtig, weil sie hat uns gezeigt, dass das kosmische Netz, das man da gesehen hat in der dunklen Materie, sehr gut übereinstimmt mit Beobachtungen von der Verteilung der Galaxien im Raum. Das ist hier blau zu sehen in sogenannten Himmelsdurchmusterungen, bei denen man die Winkelkoordinate von Galaxien bestimmt, aber auch ihre Entfernung über die Rotverschiebung ihrer Spektren. Und damit kann man dann dreidimensionale Karten machen der echten Galaxienverteilung im Raum. Das ist hier in diesen blauen Karten gezeigt. Und die Rechnungen auf den Computern, die ergeben auch solche kosmischen Netze, das sieht man ja rot. Und man muss dann statistisch analysieren mit mathematischen Methoden, ob diese Muster ähnlich sind. Und das ist der Fall. Die sind eigentlich praktisch nicht unterscheidbar. Sehr viele statistische Tests werden darauf angewandt und man stellt im Prinzip fest, dass die Verteilung der Galaxien im Raum sehr gut beschrieben wird von diesen kosmologischen Modellen. In moderneren Rechnungen wollen wir allerdings weit darüber hinausgehen. Wir wollen nicht nur die dunkle Materie sehen, sondern natürlich auch die echten Galaxien, so wie hier. Das ist M51, eine wunderschöne Spiralgalaxie mit einem Begleiter. Man sieht hier in den Spiralarmen zum Beispiel aktive Sternentstehung. Man sieht Staub verteilt in den Galaxien. Und das ist ja kein System, das nur aus dunkler Materie besteht, sondern im Gegenteil. Die Sterne sind aus dieser kleinen Zutat, die wichtig ist, nämlich der baryonischen Materie entstanden. Um baryonische Materie auch zu simulieren, braucht man allerdings viel schwierigere numerische Verfahren. Wir haben dafür ein ganz spezielles Verfahren entwickelt, das ist hier ein bisschen illustriert. Ein Voronoi-Gitter, also eine Voronoi-Pflasterung, die hier zu sehen ist, eine Voronoi-Zelle ist eine Zelle, die belegt den Raum, der am nächstgelegen ist zu einem Satz an gittergenerierenden Punkten. Diese gittergenerierenden Punkte, die werden hier gleich auftauchen in dieser
Animation einer differenziell rotierenden Scheibe. Das ist also zum Beispiel so eine, meinetwegen eine Spiralgalaxie in der Aufsicht, nicht sehr gut aufgelöst, aber es soll das Prinzip illustrieren. Hier sind jetzt diese roten Punkte zu sehen, die markieren die gittergenerierenden Punkte. Und Sie sehen, dass die mitfließen mit der Drehung dieser Scheibe und dadurch verändern sich auch die Zellen, in deren dann die hydrodynamische Strömung von unseren numerischen Verfahren beschrieben werden. Und der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es sehr adaptiv ist. Wenn zum Beispiel die kosmischen Gase einfallen in eine Galaxie, dann strömen die Gitterzellen mit. Und wenn viele Gitterzellen auf einen Ort einströmen, dann werden die auch automatisch kleiner und dann hat man eine sogenannte adaptive Auflösung. Das ist auch sehr wichtig. Und daneben gibt es dann noch eine ganze Reihe an anderen technischen Vorteilen von dem Verfahren. Ist zum Beispiel sehr gut geeignet, um Überschallströmungen, auch Turbulenz zu berechnen aus verschiedenen numerischen Gründen. Das heißt, das war jetzt eine ganz wichtige Zutat für uns in den letzten Jahren, dass wir dieses adaptive numerische Verfahren haben. Eine andere Zutat ist dann eine ganze Menge Physik, nämlich anders als die dunkle Materie unterliegt jetzt das normale Gas, also die Baryon-Helium-Wasserstoffgas, eine Menge zusätzlicher Physik. Zum Beispiel kann dieses Gas sich abkühlen durch Emission von Strahlung, zum Beispiel durch Röntgenstrahlung. Und wenn es sich abkühlt, dann verschwindet der Druck und dann kollabiert unter der Schwerkraft das Gas zu sehr hohen Dichten, bis Kernfusion im Zentrum von Sternen zünden kann und dann tut dieser die Energie, die dabei frei wird, die Sterne stabil halten. Und die brennen dann eine Weile vor sich hin, aber wenn sie groß genug sind, explodieren sie irgendwann als Supernovae und speisen dann sehr viel Energie wieder in das Gas ein. Sie speisen natürlich auch Strahlung ein. Das verändert eventuell die Kühlungsprozesse. Die starken Stoßwellen, die bei diesen Explosionen auftreten, die beschleunigen Protonen bis auf relativistische Energien. Das sind sogenannte kosmische Strahlen. Es gibt dann Magnetfelder in dem Gas. Also ich kann nicht auf all diese Details eingehen, aber das Problem der Sternentstehung selbst ist unglaublich komplex, unglaublich schwierig. Und vor allem ist es schwer zu verstehen, warum nicht am Ende mehr Sterne entstehen. Irgendwas verlangsamt nämlich die Sternentstehung, zum Beispiel die Energieeinspeisung durch Supernova-Explosionen, zum Beispiel die Energieeinspeisung durch superschwere schwarze Löcher. Und unglücklicherweise ist es ja so, dass Galaxien aus Sternen bestehen. Das heißt, wenn man Galaxienentstehung verstehen will, dann muss man zumindest näherungsweise all diese komplexe Physik in Simulationsverfahren abbilden, die das ganze Universum entwickeln können. Das heißt, die zweite Zutat ist viel Physik, eine Beschreibung der Sternentstehung und ihrer Regulierung. Ja, und die dritte Zutat, die habe ich schon mal ein bisschen angesprochen, das ist jetzt, dass man eben die neueste Generation von Superrechnern benutzt und für die Ergebnisse, die ich Ihnen gleich zeigen will, haben wir Hazel Hen benutzt, einen Supercomputer am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart, eine ganz, ganz tolle Maschine. Leider ist die jetzt schon wieder außer Betrieb und durch einen noch schnelleren Computer ersetzt worden, der Hawk heißt. Also die Supercomputer, die veralten relativ schnell und alle 4 bis 5 Jahre müssen die führenden Rechenzentren wieder jede Menge Geld in die Hand nehmen und eine neue Maschine kaufen, die dann natürlich alle möglichen Wissenschaftsgebiete, nicht nur die Astronomie, unterstützt. Ich will Ihnen jetzt kurz zeigen, was man damit machen kann, wo man mittlerweile ist in Simulationen, die aus den Anfangsbedingungen des Urknalls direkt versuchen, die Galaxienentstehung zu folgen. Und wir haben vor einigen Jahren begonnen, unter dem Namen Illustris eine Reihe von Simulationsrechnungen zu machen. Ich zeige Ihnen hier ein erstes schönes Ergebnis. Das ist von der Illustris-Simulation, die wir zuerst 2014 publiziert haben, das erste Modell aus dieser Reihe. Und was Sie hier sehen, ist ein Zoom in die kosmische Struktur. Zunächst hatten wir die dunkle Materie gesehen, hier sehen wir jetzt bereits die kosmischen Gase. Sehr heiß war das, weil die UV-Strahlung von Sternen dieses Gas zwischen Galaxien sehr heiß gemacht hat. Und wir zoomen hinein und hinein und irgendwann sehen wir dann auch Sterne. Tatsächlich. Das ist jetzt hier zu sehen, und zwar eine
rotationsunterstützte Scheibe aus Sternen, die teilweise jung sind, deswegen ist es hier blau. Das ist also eigentlich eine Spiralgalaxie. Und tatsächlich hat diese Spiralgalaxie etwa die Größe und auch die Sternmasse ähnlich wie die Milchstraße sie hat. Hier zoomen wir jetzt wieder hinaus und man sieht in diesen Galaxien sehr dichtes Gas, das Weiße hier zum Beispiel, das ist das Material, aus dem neue Sterne entstehen können. Und wenn wir weit hinaus sehen, sehen wir natürlich, kriegen wir ein Gefühl dafür, dass diese Phase ist natürlich sehr, sehr klein. Sie belegt nur einen winzigen Bruchteil des Volumens. Und hier am Schluss sehen wir in dem Geschwindigkeitsfeld des kosmischen Gases diese großen Blasen. Das sind Winde, die aus den Galaxien geblasen worden sind und dann auf das intergalaktische Medium treffen. Und hier am Schluss ist jetzt wieder die dunkle Materie gezeigt, die ist sozusagen das Rückgrat für diese gesamte Strukturbildung. Und anders als in der Baryonschen Physik spielt da eben nur die Gravitation eine Rolle und die Entwicklung ist relativ gleichmäßig. Ein großer Erfolg, den Illustris hatte, war, dass wir zum ersten Mal damit direkt aus diesen kosmologischen Bedingungen die verschiedenen Gestalten der Galaxien erhalten haben auf dem Rechner. Es gibt ja Galaxien in verschiedenen Formen, Morphologie, wie nennt man das? Die großen Galaxien haben meistens solche runden, elliptischen Formen. Und dann gibt es diese rotationsunterstützten Scheibengalaxien. Teilweise haben die auch solche großen Balken im Zentrum. Und Edwin Hubble, der große Astronom, der hat das vor gut 100 Jahren in dieser stimmgabelartigen Weise angeordnet, eben als elliptische Galaxien und dann zwei Arme mit Scheibengalaxien, welche mit Balken und welche ohne. Und diese Formen werden reproduziert mit guter Genauigkeit in dieser Illustris-Simulation. Das war also ein erster Erfolg. Allerdings, und auch wenn man sich künstliche Aufnahmen anschaut, die man machen kann mit so einer Simulation, wir können also praktisch ein virtuelles Teleskop in unsere Supercomputersimulation stellen und versuchen, dort dann den Himmel zu beobachten. Dann kann man auch künstliche Bilder erzeugen, so wie sie ein Teleskop sehen würde. Und hier ist mal ein Vergleich gemacht, wie sich das vergleicht zwischen einem echten künstlichen Bild, hier einer berühmten Aufnahme mit dem Hubble Space Telescope, das Ultra Deep Field, und eine äquivalente tiefe Aufnahme in der Illustris-Simulation. Hier links ist das Hubble Ultra Deep Field zu sehen und rechts unsere simulierte Galaxienverteilung. Und ich glaube, man sieht schon mit dem Auge, dass das doch recht ähnlich ist. Man muss genau hinschauen, um systematische Unterschiede zu finden. Ein systematischer Unterschied tatsächlich ist, dass die Galaxien in den Illustris noch nicht so ganz gestimmt haben. Vor allem waren die großen Galaxien, das hier ist jetzt nicht unbedingt die bestpassende, weil das zu einer frühen Zeit ist, aber es ist so, dass im heutigen Universum die großen Galaxien einfach zu viele Sterne enthalten in Illustris. Die sind zu massereich. Sie sind nicht, ihre Sternentstehung ist einfach auch heute noch zu aktiv. Und das hat in den letzten Jahren zum Beispiel zu viel Forschungsanstrengung geführt in meiner Forschungsgruppe, in vielen Forschungsgruppen weltweit, die sich beschäftigt haben damit, woran das liegen könnte. Und man ist sich mittlerweile eigentlich einig, dass es vor allem an superschweren schwarzen Löchern liegt, die in vielleicht allen Galaxien im Zentrum sitzen und die besonders in den großen Galaxien durch gelegentliche Ausbrüche der Akkretion und dann spucken die zum Beispiel sehr starke Emissionen durch sogenannte Jets aus, beschleunigen Material auf sehr hohe Geschwindigkeiten. Und diese Einspeisung von Energie in diesen Jets, das sieht man hier rechts zum Beispiel auch in der Gasatmosphäre dieser Galaxie, dieses Heizen, das führt dazu, dass die Galaxie hier im Zentrum kaum noch frisches Gas bekommt, aus dem neue Sterne entstehen könnten. Das heißt, das superschwere schwarze Loch wirkt eben hier auch der Sternentstehung entgegen. Und in neueren Simulationen haben wir genau diesen physikalischen Sektor stark verbessert, haben damit eine neue große Kampagne an Simulationen berechnet, die wir The Next Generation Illustris nennen, also die nächste Generation von den Illustris-Simulationen. Das sind dann drei gleich geworden in unterschiedlichen Boxgrößen. Man rechnet solche Simulationsmodelle immer in Würfeln, würfelartigen Regionen, die periodisch fortgesetzt werden am Rand.
damit man nicht in Wirklichkeit einen Rand hat. Das heißt, wenn man sozusagen nach links hinaus fliegt, dann kommt man automatisch auf der rechten Seite herein. Und mit diesem Trick kann man dann einen unendlich ausgedehnten Raum simulieren. Man kann eben in Wirklichkeit aber immer nur eine kleine Kachel sozusagen des Universums tatsächlich studieren. Und es ist dann wichtig für uns, unterschiedliche Simulationsgrößen zu machen, denn wenn wir so eine große Region simulieren, dann haben wir nur eine beschränkte Auflösung. Die Pixelzahl sozusagen ist konstant, die wir benutzen können. Und wenn wir die Box verkleinern, dann sehen wir auch feineres Detail. Aber in dieser kleinen Box, TNG50, da gibt es dann bestimmte seltene Objekte gar nicht mehr zu finden. Ja, deswegen müssen wir am Ende diese Ergebnisse kombinieren, um eine Gesamtschau für alle Objekte, die es gibt, zu erhalten. Das ist das Ziel. Und in diesen neuen Rechnungen haben wir eine bisher unerreichte Auflösung erreicht. Hier ist zum Beispiel eine Spiralgalaxie zu sehen, sowohl im Gas links, aber auch in den Sternen. Sie sehen schon, dass die sieht zum Beispiel in der Aufsicht und auch in der Seitenansicht schon sehr hübsch aus. Sie ist sehr dünn, sie hat eine kleine kugelförmige dicke Verdichtung in der Mitte, einen Bulge. Und die Gasscheibe, die ist auch recht dünn. Und die strukturellen Eigenschaften von diesen Objekten, die aus dem Computer kommen, die stimmen auch in vieler Hinsicht mit Beobachtung überein. Nicht perfekt, und die Abweichungen sind natürlich dann interessant für die Forscher, weil sie uns was erzählen darüber, was vielleicht nicht stimmt in unseren Theorien. Hier zeige ich Ihnen auch mal eine Animation. Das ist ein kleiner, sehr kleiner Ausschnitt aus einer unserer Illustris TNG-Rechnungen, aber jetzt auch wieder eine Zeitentwicklung. Wir sehen hier das Gas groß im Hintergrund, das kosmische Gas, diese fadenartigen Verteilungen, filamentartigen Verteilungen entlang, der regnet also das Gas hier hinein, und Sie sehen, dass dieser Halo, der ist recht turbulent. Das ist eine Multiphasenstruktur in dem Medium, das die eigentliche Galaxie umgibt. Und hier unten rechts, das ist hier jetzt Ausschnittsvergrößerung nochmal von diesem System, da sehen wir die Sterne, die jetzt um Rotverschiebung 2 sich so langsam in eine rotationsunterstützte Scheibe begeben. Und auch hier das Gas sieht man jetzt sehr schön, dass das eben in einer permanenten Rotation ist. Hier ist mal der Film kurz angehalten und wir drehen das Ganze. Links sehen wir auch die schweren Elemente, die in den Sternen synthetisiert worden sind, also jenseits vom Helium, und die dann rausgeblasen werden von stellaren Winden und Supernova-Explosionen. Und diese Verschmutzung sozusagen des Gases mit schweren Elementen, wie sich die neu verteilen und neu mischen, das ist auch eine der interessantesten Voraussagen, die man mit solchen Rechnungen bekommt. Man kann damit dann den kosmischen Zyklus der chemischen Elemente, wo die herkommen zum Beispiel, wie sich die in Galaxien verteilen, sehr gut nachvollziehen und dann auch mit Beobachtungen vergleichen und damit dann auch überprüfen, ob diese Computersimulation, wie zum Beispiel eine Galaxie der Größe Milchstraße entstanden sein könnte, ob die tatsächlich stimmen, ob es in der Natur auch so war. Das ist am Ende natürlich die entscheidende Frage auch für uns. Ja, ganz kurz nur, es gibt natürlich jede Menge quantitative Auswertungen von solchen Rechnungen. Ich will darauf jetzt gar nicht weit groß eingehen. Hier ist nur mal eine kurze Zeit gezeigt, exemplarisch. Diese neuen Simulationen zum Beispiel, die können erklären, warum es Galaxien von zwei Familien sozusagen gibt, zwei verschiedenen Farben, blaue und rote, diese Verteilung in unterschiedlichen charakteristischen Farben. Das wird sehr gut reproduziert von diesen Rechnungen. Und auch die räumliche Verteilung, das ist jetzt hier mit einer bestimmten Statistik ausgemessen, der Galaxien im Raum. Das stimmt auch sehr gut überein mit sehr präzisen Beobachtungsdaten, die wir im lokalen Universum haben, von Himmelsdurchmusterung hier, in diesem Fall vom Sloan Digital Sky Survey. Also das stimmt ganz gut. Und zum Abschluss noch ganz kurz, wir können dann auch interessante Voraussagen machen, zum Beispiel Magnetfelder, die man beobachtet in Spiralgalaxien. Und in dieser Illustris TNG-Simulation, da haben wir zum ersten Mal auch Magnetfelder mitsimulieren können. Das sieht man hier mal ein bisschen in der Zeitentwicklung. Es läuft ein bisschen langsam, aber hier sehen wir auch eine Ausschnittsvergrößerung im kosmischen Netz. Hier
Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass das dynamisch ist, es wächst an. Und an diesem Kreuzungspunkt, wo es hier jetzt gelb ist, da wird es also recht dicht und das Magnetfeld ist jetzt hier farblich angefärbt und wird verstärkt durch Dynamo-Effekte. Die turbulenten Gase, die tun ein ganz kleines Magnetfeld, wo auch immer es herkommt am Anfang, recht schnell verstärken und erzeugen dann mit der Zeit immer stärkere Magnetfelder. Und das ist etwas, was wir zum ersten Mal auch einschließen konnten in diesen sehr großen kosmologischen Rechnungen. Und die Magnetfelder, die daraus vorausgesagt werden, und das hier sind so diese blauen Linien, diesen Diagramm, die stimmen sehr gut mit den Beobachtungsdaten überein, die man zum leider nicht für sehr viele Galaxien hat, weil Magnetfelder notorisch schwierig zu beobachten sind. So, ich bin bereits angekommen am Ende meines Vortrags. Ich habe versucht, Ihnen einen Überblick zu geben, wie wir das aktuelle Standardmodell in der Kosmologie, das auf den Namen Lambda-CDM hört, simulieren können. Dieses Modell hat große Erfolge. Es ist nicht umsonst das Standardmodell in der Kosmologie. Es erklärt zum Beispiel die kosmische Großraumstruktur ausgesprochen schlüssig. Und die Verteilung der Galaxien auf großen Skalen ist also sehr gut reproduziert von dieser Theorie und insbesondere von unseren Supercomputersimulationen. Mittlerweile können wir aber auch die baryonische Komponente, die sozusagen dieses Skelett der Strukturen aus dunkler Materie dekoriert und beleuchtet mit Sternen in den dichtesten Orten, das können wir auch berechnen. Und da erhalten wir dynamische Bilder und die volle Zeitentwicklung aller Galaxien in repräsentativen Raumgebieten des Kosmos. Und es sind schon eindrucksvoll detaillierte Modelle in meiner Meinung nach. Und um sowas zu erreichen, braucht man sehr leistungsfähige Supercomputer. Die Rechnungen verbrauchen typischerweise Rechenzeit, die einigen tausend Stunden entspricht, einigen tausend Jahren entspricht. Also das sind teilweise 20 Millionen CPU-Stunden und mehr, die in solche Rechnungen fließen. Aber wenn man das auf zum Beispiel 25.000 oder 30.000 Compute-Cores macht, dann dauert das eben nur noch 2 bis 3 Monate. So, ich bin jetzt am Ende angekommen. Ich beantworte gerne noch ein paar Fragen. Ich sehe im Chat eine erste Frage von Ihnen, die lautet: Was ist der Unterschied zwischen dunkler Energie und dunkler Materie? Die dunkle Materie ist stofflicher Natur. Wir glauben, das ist einfach tatsächlich ein Elementarteilchen, so ein bisschen wie Neutrinos, aber ein anderer Typ, sehr viel schwerer, sehr träge. Und diese Teilchen spüren nur die Schwerkraft heutzutage noch. Ansonsten können die durch uns hindurch fliegen. Die dunkle Energie dagegen ist eine Art Eigenschaft des Raumes, das ist ein bisschen rätselhafter, das ist eine Art Antigravitation, wenn man so will, die, oder kann man auch sagen, es entspricht einer Nullpunktsenergie des Raumes, und die ist nicht stofflicher Natur, die ist sozusagen ganz glatt verteilt, ist eine, man kann das auch erklären über alternative Gravitationstheorien, also Änderungen der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Wobei dort ist es so, dass die dunkle Energie durch die kosmologische Konstante vertreten ist. Das ist also eine bestimmte Realisierung einer dunklen Energie. Eine weitere Frage. Ja, in meiner Promotion habe ich den Gadget-Code entwickelt. Das ist richtig, das ist einer der viel benutzten Simulationscode. Und die Frage lautet: Wie viel Prozent meiner Promotion war ich mit Programmieren beschäftigt? Ich denke, sicherlich, ich würde schätzen 30%. Ich glaube aber, dass das gar nicht mal so viel mehr war als bei anderen Doktoranden in der heutigen Astrophysik. Denn egal, was Sie in der Forschung machen, alle Forscher sitzen hinter Computern und auch für Datenauswertung, auch für Beobachtungen, Auswertung muss viel programmiert werden, müssen viele Skripten programmiert werden. Sicherlich der parallele Simulationscode, der hier notwendig ist für diese Arbeit, ist etwas komplexer als Datenanalyse-Skripts. Trotzdem denke ich, ist
ist nicht so, dass ich in meiner Arbeit immer nur mit Programmieren beschäftigt war. Aber ich mag das tatsächlich und ich, wenn man diese Arbeit macht, dann muss man auch Programmieren mögen. Gibt es für die Zukunft auch eine weitere Frage, wurde mir gestellt hier im Chat. Gibt es für die Zukunft auch Überlegungen, für solche Simulationen Quantencomputer zu nutzen? Die Algorithmen oder Programme für solche Computer sind ja noch nicht so zahlreich, aber sie wären doch für solche Berechnungen genau das Richtige. Oder? Ja, also Quantencomputer, das ist natürlich eine vielversprechende Technologie, die für bestimmte Rechenprobleme enormes Potenzial hat. Und mit einzelnen Qubits kann man heute sozusagen auch schon kleine Rechnungen machen. Ich denke, man muss abwarten, ob die Entwicklung der Quantencomputer so stürmisch vorangeht, wie erhofft. Das wird man sehen müssen. Sie werden auch sicherlich nicht in der gleichen Weise allgemein programmierbar sein, wie sozusagen die von Neumann-Maschinen, die wir heute haben. Es ist so, dass es erste Arbeiten gibt, die Algorithmen beschreiben, die zum Beispiel die Hydrodynamik, die man hier braucht, auf Quantenalgorithmen umsetzen. Also ich will das nicht ausschließen, ich glaube aber, dass diese Entwicklung noch weit in der Zukunft liegt und dass man am Anfang nur ganz einfache Algorithmen auf Quantencomputer, zum Beispiel Passwörter knacken, zum Beispiel so ein besonders interessante Anwendung, wofür Quantencomputer garantiert sehr gut geeignet sind, wenn sie denn eines Tages funktionieren. Das Problem da ist, dass die Technologie sehr schwierig ist. Es ist sehr schwierig, die Kohärenz in diesen Qubits lang genug zu erhalten, um eben größere Rechnungen zu machen. Gut, aber ansonsten, ich bin auch kein Experte von Quantencomputern, kann also da auch nur verhältnismäßig wenig Substanzielles sagen. Eine weitere Frage lese ich noch vor. Hauptsächlich bilden Simulationen das Universum nach, aber haben solche Rechnungen auch schon ganz neue Vorhersagen gemacht, die später von der beobachteten Astronomie bestätigt wurden? Ja, das ist eine gute Frage, richtig. Eine Voraussage ist natürlich wesentlich wichtiger und leistungsfähiger, als einfach nur existierende Daten irgendwie nachvollziehen zu wollen. Es ist so, dass wir beides machen. Also es ist richtig, dass die Rechnungen zunächst mal verglichen werden mit Daten, die wir schon kennen. Denn wenn es da schon einen Widerspruch gibt, dann tritt man sein theoretisches Modell in der Regel gleich in die Tonne und wirft es weg. Also es muss sozusagen mit verschiedenen Beobachtungen zunächst mal übereinstimmen. Aber dann macht man in den Simulationen durchaus Beobachtungen, Beobachtungen, ist mir jetzt schon ein Lapsus passiert. Also man macht Messungen in den Simulationen und Entdeckungen, die man noch gar nicht beobachtet hat und die man versucht zu überprüfen. Beispielsweise, wir sagen voraus, dass die Größe von Spiralgalaxien, ihr Skalenradius, also die Größe der Scheibe, sollte antikorreliert sein mit der Größe des zentralen superschweren schwarzen Lochs. Das hat noch niemand in den Beobachtungen verifiziert, aber wir sehen das in den Simulationen. Und wenn das gefunden werden würde, dann würde das vielleicht unsere Rechnung bestätigen. Das ist nur ein Beispiel von vielen anderen. Noch eine weitere Frage. Wie wird die Hubble-Konstante in der Simulation verwendet? Da gibt es ja derzeit Diskrepanzen beim Bestimmen des Wertes dieser Konstanten. Ja, stimmt. Also ich sage erstmal den ersten Teil, mache einen Kommentar dazu. Wie geht die Hubble-Konstante ein? Wir benutzen hier als Hintergrundentwicklung ein Standard-Friedmann-Modell. Das bedeutet also, es ist eine homogene Raumexpansion in diesem Lambda-CDM-Modell mit einer Hubble-Konstanten, die über die Planck-Messungen bestimmt ist. Das ist also sozusagen eher der kleinere Wert, der favorisiert wird. Es geht da bei der Diskrepanz um die Frage, dass die Messungen zur Frühzeit des Universums, also durch zum Beispiel den Planck-Satelliten, eher einen Wert von, sagen wir mal, 68 für die Hubble-Konstante bestimmen. Und dann gibt es aber Beobachtungen aus Supernovae in der heutigen Zeit, die einen etwas höheren Wert favorisieren, 72 bis 73. Und mittlerweile sind die beiden Messungen so präzise, dass die Abweichung ernst nehmen muss. Auf der anderen Seite
ist diese Diskrepanz nicht wirklich entscheidend für das Ergebnis dieser Rechnung. Also wir könnten genauso gut die Hubble-Konstante leicht verstellen und sie um 5% zum Beispiel verändern und qualitativ würden die gleichen Galaxien entstehen. Nur Präzisionsmessungen wären etwas anders. Der Grund, warum die Astronomen sehr aufgeregt sind über die Abweichung, ist einfach der, dass eigentlich diese beiden Messungen zusammenpassen müssten, wenn alles stimmt, wenn unser Verständnis über das Universum stimmt. Die Tatsache, dass sie das aber offensichtlich nicht tun, heißt entweder, dass es irgendeinen Effekt in den Messungen gibt, der unverstanden ist, aber da zerbrechen sich sehr viele kluge Leute schon einige Jahre lang den Kopf und haben noch nichts gefunden. Oder es bedeutet, dass es irgendwas falsch ist an unseren Annahmen. Und das beschreibt man dann manchmal mit dem Wort neue Physik. Irgendwas weicht ab von Lambda-CDM. Und das wäre natürlich sehr spannend. Noch eine weitere Frage. Ich lese sie vor. Wie groß ist das Problem von numerischen Ungenauigkeiten in astronomischen Größenordnungen? Was sind Lösungsansätze dafür? Ja, da bin ich nicht ganz sicher, auf was sich das bezieht. Vielleicht astronomische Größenordnungen, vielleicht die astronomischen Parameter oder die kosmologischen Parameter. Einmal gibt es natürlich Ungenauigkeiten nach wie vor in der wie präzise wir zum Beispiel die Dichte die Dichte des Universums ist im Mittel. Und das ist mittlerweile im Prozentbereich. Also da würde ich auch wieder ähnlich antworten wie vorher. Also wir können natürlich eine Simulation aufsetzen mit einem etwas anderen Wert der Dichte der dunklen Materie. Trotzdem wird das Ergebnis dann auch sehr ähnlich sein. Es wird um ein paar Prozent abweichen, aber es ist qualitativ das Gleiche. Größer sind die Abweichungen, wenn man andere, immer noch mögliche Annahmen macht, zum Beispiel über die Natur der dunklen Materie. Es müsste nicht unbedingt ein sogenanntes kaltes, massives Teilchen sein. Es könnte auch sogenannte warme, dunkle Materie sein. Und dann sieht man viel größere Abweichungen. Dann entstehen zum Beispiel sehr viel weniger kleine Satellitengalaxien. Also solche Rechnungen machen wir auch. Es gibt auch numerische Fehler in den Computersimulationen selbst. Diese sind auch sehr wichtig zu untersuchen. Wir haben natürlich eine beschränkte Auflösung. Das ist ein grundsätzliches Problem, aber es gibt auch andere Arten der Fehler, zum Beispiel Rundungsfehler, die wir kontrollieren müssen. Aber das ist relativ technisch und ich würde sagen, dass die physikalischen Unsicherheiten dieser Rechnung deutlich größer sind als die rein technischen numerischen Unsicherheiten aufgrund der Simulationscodes. Eine weitere Frage hier, offenbar von jemandem, der sich auskennt in meinen Projekten, nämlich die Frage lautet, gibt es schon Ergebnisse aus der EXAMAC-Simulation? Ja, die EXAMAC-Projekt, das ist ein Projekt, das ich hatte in im Prinzip in einem Supercomputer-Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und da haben wir eben sehr große Simulationen mit Magnetfeldern entwickelt. Und kurz habe ich das ja gezeigt. Also in gewisser Weise kann man die Illustris-TNG-Simulation mit Magnetfeldern in EXAMAC verorten. Und deswegen haben wir da also Ergebnisse. Und wir haben auch andere Ergebnisse in kleineren Rechnungen, sehr, sehr hoch aufgelöst von individuellen Galaxien, wo man eben die Kopplung von Magnetfeldern und auch kosmischen Strahlen sehr genau berechnen. Also es gibt Ergebnisse dazu. Wer da mehr wissen will, der kann mich auch gern direkt kontaktieren. Weitere Frage. Sagen die Modelle etwas zur frühen Entstehung der supermassereichen schwarzen Löcher aus, die ja wohl schon relativ früh im Universum vorhanden waren? Ja, ganz spannende Frage und Wissen und interessantes Forschungsproblem. Das Problem ist folgendes: superschwere schwarze Löcher, die haben ja Massen zwischen, sagen wir mal, einer Million bis zu mehreren Milliarden Sonnenmassen und die sieht man bereits in der absoluten Frühphase des Kosmos, 800 Millionen Jahre oder so nach dem Urknall. Und diese Zeit ist sehr, sehr, sehr knapp bemessen, selbst wenn diese schwarzen Löcher
die ganze Zeit ununterbrochen exponentiell mit der maximal erlaubten Rate wachsen würden, dann würde man es kaum schaffen, ein stellares schwarzes Loch von einigen 100 Sonnenmassen maximal auf diese Größe anwachsen zu lassen. Und das ist ein großes, offenes Problem, wo diese frühen, superschweren schwarzen Löcher herkommen. Unsere Simulationen sagen da nichts direkt drüber aus, wirklich, weil wir müssen tatsächlich annehmen, dass die erste Generation der superschweren schwarzen Löcher gleich eine Masse von 100.000 Sonnenmassen hat, 10 hoch 5 Sonnenmassen, dafür gibt es theoretische Modelle, die zum Beispiel den Kollaps von Sternhaufen oder auch von großen Gaswolken in einem Stück beschreiben. Das kann man also theoretisch so erzeugen. Und das ist eines der Szenarien, wie man diese superschweren schwarzen Löcher erklären kann. Also wir nehmen das sozusagen an, das ist etwas, was wir nicht direkt lösen können, leider. Okay, eine weitere Frage, eine eher persönlichere Frage für mich. Wie wurde Ihnen klar, dass Sie Physik und Astronomie studieren wollen? Ganz kurz, also Physik, das wurde mir eigentlich schon auf dem Gymnasium klar. Mir hat damals mein Physiklehrer über den Sommer Aufgaben gegeben von der sogenannten Physik-Olympiade. Das ist ein Schülerwettbewerb und mir war dann ein bisschen langweilig. Ich hatte mich mit diesen Aufgaben beschäftigt und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann ab der 11. Klasse Physik zu meinem Lieblingsfach erklärt habe und dann auch relativ bald entschieden hatte, dass ich Physik studieren wollte. Das habe ich in Tübingen gemacht. Ich bin bei einem Austauschjahr in den USA dann allerdings vom Weg ein bisschen abgekommen, weil ich da eine Vorlesung in Kosmologie gehört habe. Und bis zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich nicht klar, dass ich mich auf Astronomie spezialisieren wollte. Das habe ich sozusagen erst während meines Studiums entdeckt, aber ich bin ganz froh, dass es so gekommen ist. Eine weitere Frage, ist schon ein großes Nachfolgeprojekt zu Illustris TNG geplant? Ja, also eigentlich mehrere von ganz unterschiedlicher Natur. Es gibt ein paar kleinere sozusagen Folgeprojekte, wo wir einzelne sogenannte Zoom-Rechnungen machen, wo wir zum Beispiel Galaxienhaufen mit höherer Auflösung neu simulieren. Die werden sozusagen identifiziert in Illustris TNG und dann mit noch höherer Auflösung neu simuliert. Das ist sozusagen ein Follow-up-Projekt. Und das andere große neue Projekt, an dem wir aktuell arbeiten, auf dem SuperMOOC-NG-Computer am Leibniz-Rechenzentrum hier in Garching. Da haben wir ein sehr großes Projekt beantragt, das heißt Millennium TNG. Und da sehen Sie schon, das ist eigentlich passt sehr gut zu meinem Vortrag. Ich habe ja über die Millennium-Simulation gesprochen, die sehr viel älter ist, und auch über TNG. Und das ist eigentlich eine Kombination davon. Wir wollen sehr viel größere Rechnungen machen, die Stärken beider Projekte kombinieren, um dann damit neuartige Voraussagen zu machen, die benötigt werden im Moment für aktuell laufende Himmelsdurchmusterungen, zum Beispiel die geplant sind mit dem Euclid-Satelliten der ESA, der bald starten wird. Der wird Milliarden von Galaxien beobachten, um vor allem diesem Problem der dunklen Energie auf die Spur zu kommen. Und da braucht man interessanterweise ganz besonders ist man da angewiesen drauf, auf diese Simulationsmodelle, um überhaupt die exquisite Genauigkeit in den theoretischen Voraussagen zu erhalten, die man braucht, um dann winzige Abweichungen in der Expansionsgeschichte des Universums ausmessen zu können. Und das ist vielleicht ein gutes Schlusswort auch für heute, dass eben diese Supercomputer-Simulationen sind, mittlerweile nicht mehr wegzudenken, auch aus der modernen Kosmologie. Und ich glaube, sie werden eine entscheidende Rolle spielen, um irgendwann das Rätsel auch der dunklen Energie zu lösen. Ich möchte jetzt noch zum Schluss auf die nächsten Vorträge hinweisen in diesem YouTube-Kanal des Hauses der Astronomie, den Sie natürlich gerne abonnieren können, wenn er Ihnen gefällt. Am Samstag gibt es einen speziellen Vortrag von Boris Häusler, ein virtueller Rundgang durch das Paranal-Observatorium der ESO. Das wird bestimmt sehr spannend. Und nächste Woche ein regulärer Vortrag hier in der Serie von meiner Kollegin hier am Institut, Frau Wilma Trick, die über das geheime Leben der Galaxien referieren wird. Ja,
Mit diesem Hinweis möchte ich mich jetzt verabschieden und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und herzlichen Dank für Ihr Interesse.